Heute schauen wir uns mal den Tempel der Drachenpower an. Das Set mit der Nummer 71795 besteht aus 1029 Teilen und es ist ein Lego-exklusives Set, das 94,99 kostet. Das Set gibt es eben nicht im freien Verkauf, deswegen ist es auch schwierig mit Rabatten. Wenn man mal Glück hat, bekommt man vielleicht doppelte VIP-Punkte oder irgendein cooles Gratis-Geschenk, aber ansonsten muss man eben den vollen Preis bezahlen. Es kann sein, dass das Set vielleicht irgendwann dann noch in den freien Verkauf kommt. Cool wäre es auf jeden Fall, weil wir bekommen eben einmal diesen Tempel im Hintergrund, der ziemlich hoch ist und zudem noch 6 Minifiguren und die schauen wir uns heute auch wieder als erstes an. 3 Ninja sind dann in dem Set mit dabei, links angefangen mit dem Kai, in der Mitte haben wir den Cole und rechts dann die Nia und alle 3 tragen hier natürlich dann die neuen Ninja-Anzüge. Mir persönlich gefallen die ziemlich gut, sie haben ja oben diese zweiteilige Maske, also das obere Teil kann man abnehmen, kann ich mal bei Cole kurz zeigen. Das sieht dann so aus und hier unten haben sie dann halt noch so ein Tuch vorm Mund und das ist dann auch gleichzeitig die Katana-Halterung. Also wir sehen schon, die Ninja sind dann ausgerüstet mit goldenen Katanas, jeweils 2 Stück, die stecken dann hier hinten in dieser Katana-Halterung drin. Ohne Ausrüstung sehen die 3 dann mal so aus und gerade hier das erste Gesicht passt halt wunderbar dann zu der neuen Maske und wie gesagt, sie tragen halt hier die neuen Ninja-Anzüge. Jeder Ninja hat dann hier so einen goldenen Kreis, da ist dann das Zeichen eben abgebildet. Zudem tragen sie natürlich auch noch alle Ninja-Gürtel und alle 3 Ninja haben auch noch ein zweites Gesicht. Das sieht man dann mal von hier hinten und was ich auch noch ziemlich cool finde, ist hier die Rückenbedruckung mit dem goldenen Drachen und darüber ist dann wahrscheinlich auch so eine Kugel, also die Drachen-Power-Kugel. Und hier haben wir dann noch die 3 anderen Figuren aus dem Set. Auch die sind klasse. Da ist sogar eine exklusive Figur mit dabei. Das ist die linke Figur, der Geist des Tempels. Dann haben wir noch in der Mitte einmal Kaiserin Beatrix. Sie ist hier ausgerüstet mit einem großen Schwert. Und ganz rechts haben wir noch Lord Raz. Er hat dann hier seinen Hammer mit dabei. Lord Raz und Kaiserin Beatrix haben zudem hier noch so einen Schulterschutz in Gold. Hinten könnte man, wenn man möchte, da auch noch was dran befestigen. Und der Geist des Tempels, der hat hier noch eine Kapuze auf. Ohne Ausrüstung sehen die Figuren dann mal so aus und was soll ich sagen, die sind halt wirklich sehr, sehr gelungen. Wie gesagt, der Geist des Tempels hat hier noch die Kapuze auf, die werde ich gleich auch noch abnehmen. Kaiserin Beatrix hat dann hier diese weißen Haare und ich finde das einfach ein cooles Zubehörteil, also ein cooles Haarteil. Ich hoffe, man kann das gut erkennen. Hier sieht man das nochmal ein bisschen genauer, also es ist wirklich ein sehr, sehr cooles Haarteil. Ja, eine coole Frisur könnte man sagen. Und auch Lord Raz hat halt einen coolen Kopf. Es ist ja auch sein Kopf und ich finde, er erinnert so ein bisschen an vielleicht eine Lego Shima-Figur. Ich habe nochmal kurz die Kapuze und das Haarteil abgenommen von den beiden linken Figuren. Jetzt sieht man hier die Gesichtsbedruckungen nochmal ein bisschen genauer. Bei dem Geist des Tempels hat man auch eine richtig coole Bedruckung auf Torso und den Beinen. Hier auf dem Torso sieht man auch so ein paar angedeutete Geister, so kleine Geister oder sowas. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Bei Kaiserin Beatrix sieht man hier auch nochmal die ganzen Details im Gesicht. Sie hat auch ja eine tolle Bedruckung auf Torso und Beinen bekommen, genauso wie Lord Raz, der sogar hier noch eine Armbedruckung bekommen hat. Von hinten sehen die Figuren dann mal so aus. Jetzt wird es schwierig, also wir sehen ja schon, Kaiserin Beatrix hat ein zweites Gesicht. Hier schaut sie sehr, sehr grimmig. Aber auch der Geist des Tempels hat ein zweites Gesicht bekommen. Das ist hier halt in schwarz auf diesen grünen Kopf draufgedruckt worden. Deswegen erkennt man das ein bisschen schwierig. Ich hoffe, ihr könnt es hier so einigermaßen erkennen. Also die 6 Minifiguren, die hier in dem Set dabei sind, gefallen mir schon mal ziemlich gut. Die Ninja, wie gesagt, mit den coolen neuen Anzügen und dann noch diese 3 Figuren. Der Geist des Tempels hat dann gleich noch eine Waffe, die sieht man hier einmal, also so ein langer goldener Stab mit einer großen Klinge hier oben. Ich nehme die Waffe mal kurz ab, dann sieht man hier hinter nämlich schon mal auf dieser Säule den ersten Aufkleber und was ich auch noch ziemlich cool finde, sind hier diese Laternen an den Seiten. Das sind so rottransparente Minifigurenköpfe mit einer schönen Bedruckung drauf und wenn wir uns das Ganze mal kurz von hinten anschauen, dann sieht man, dass diese Bedruckung auch vorne und hinten drauf ist. Also hier hinten sehen die Laternen nochmal genauso aus. Gut, und damit kommen wir jetzt zum Tempel an sich und wie vorhin schon erwähnt, ist das Modell ziemlich hoch, also hier oben
Mit der goldenen Spitze hat es eine Höhe von ca. 43 cm. Ich finde, optisch ist das Set wirklich gelungen. Wir haben halt in der Mitte einmal hier diesen großen Turm, an der Seite dann auch noch diesen großen Baum. Das alles ist hier über so eine rote Brücke verbunden. Hier ist dann auch noch ja, so ein roter Balkon, den sieht man gerade nicht so gut, aber das schauen wir uns gleich natürlich genauer an. Der Baum, der ist auch so ein bisschen herbstlich gehalten mit so gelben Blättern und links hier hat man dann noch so einen kleinen Brunnen. Hier ist dann alles noch mit so einer Leine verbunden und natürlich gibt es in oder an dem Set auch noch einige Funktionen und Details zu entdecken, die wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Starten wir hier unten doch gleich mal bei dem Brunnen. Der ist eigentlich ganz schön gebaut worden mit grauen Teilen hier unten. Dann ein bisschen Holzandeutungen, goldene Details sind auch noch mit dabei und zudem gibt es noch ein blaues Dach. Ich nehme den Brunnen mal kurz ab, weil hier gibt es dann auch noch ein Detail zu entdecken. Das kann ich euch so, glaube ich, dann am besten zeigen. Hier ist jetzt nämlich so eine Art Strudel. Also ich denke mal, dass es sowas sein könnte. Das ist jetzt hier ein Aufkleber und ich zeige euch nochmal kurz den Brunnen. Also hier unten am Grund des Brunnens sieht man dann eben dieses grüne Teil. Neben dem Brunnen steht dann hier auch so ein kleiner Baum eben mit dem gelben Laub. Hier dran ist jetzt auch diese Leine befestigt und an der Leine sind dann auch drei so Banner oder drei so Fahnen. Da ist auch überall das gleiche drauf und auch das sind wieder Aufkleber. Der Eingang zum Tempel ist eigentlich auch ganz schön gebaut worden mit so einer Steintreppe. Hier sind auch überall Stats, also wenn man möchte, kann man da natürlich dann auch ein paar Minifiguren hinstellen. Dann gibt es hier so ein paar ja, Statuen oder sowas an den Seiten. Und hier sieht man dann auch das Zeichen, das die Ninja dann auf dem Rücken haben. Also einmal hier diesen angedeuteten Drachenkopf und hier oben, wie gesagt, wahrscheinlich ist das dann auch so eine Drachenpowerkugel. Das sind natürlich dann auch wieder Aufkleber, genauso wie dieses Teil hier oben. Und hier sieht man dann noch eine weitere Laterne, das ist dann wiederum ja eben so ein Minifigurenkopf, der dann bedruckt ist. Hier an der Seite hat man auch noch mal so eine, ja vielleicht auch so eine Art Statue oder sowas in grau gehalten und eine Funktion kann ich euch jetzt gleich mal zeigen und zwar kann man die Laterne hier noch umfallen lassen. Dafür drehe ich das Modell mal kurz nach hinten. Hier gibt es nämlich eine Funktion und zwar ist es dieses Teil hier. Das muss man einfach drehen und dann klappt vorne die Laterne einmal nach unten und wie gesagt, wenn man da halt eine Minifigur hinstellen würde, dann könnte man die mit dann ja umhauen. Über der Eingangstür ist dann hier so ein geschwungenes blaues Dach mit ein paar goldenen Verzierungen. Auch die Eingangstüren sind halt hier mit goldenen Details verziert und die lassen sich dann nach innen hin öffnen. Von innen sehen die Türen dann mal so aus, eigentlich auch ganz schön gemacht worden und wie gesagt, die kann man dann eben so nach innen hin öffnen. Im Innenraum ist dann auch eigentlich genug Platz, um da Minifiguren hinzustellen. Hier sind dann überall auch Stats, um da eben zu spielen. Hier oben ist dann ein weiterer Aufkleber, auch hier sieht man wieder so einen Drachen mit dieser Drachenpowerkugel darüber und dann einmal in diesem Raum. Also ich denke mal, das ist hier unten vielleicht so eine Art Bücherregal oder sowas und ich kippe das Ganze hier mal kurz, weil dann sieht man hier oben auch noch einen interessanten Aufkleber. In der Mitte sieht man halt auch nochmal den Drachenkopf, den man eben bei den Ninja auf dem Rücken auch schon gesehen hat und hier außenrum lauter, ja es könnten vielleicht so Elemente sein. Also wie gesagt, hier im Innenraum ist halt genug Platz, um da Minifiguren hinzustellen. Ich stelle mal hier kurz den Kai hin, weil hier gibt es jetzt noch eine weitere Funktion. Und zwar hat man hier oben einmal diesen Hebel. Ich drehe das Ganze nochmal kurz, dann sieht man das nochmal ein bisschen genauer. Diesen Hebel, den muss man rausziehen und dann passiert Folgendes. Von oben von der Decke fallen einmal diese Teile hier runter. Die sehen so aus und von denen gibt es zwei Stück. Und das hier vorne, das ist ein bedrucktes Teil und kein Aufkleber. Hier oben sieht man die Funktion noch mal ein bisschen genauer, also diese Teile kommen einfach hier hinten rein und dann wird einfach an diesem Teil gezogen und dann fallen die eben drunter. Hier rechts gibt es dann einen Durchgang in den nächsten Raum, den sieht man einmal hier drüben. Hier oben sind so ein paar Kerzen angebracht worden und hier hat man dann noch so einen Altar oder ja so einen Steintisch. Auch hier gibt es dann eine Funktion und zwar hat man hier dieses Drehrad, dadurch kann man den Tisch einmal wegspringen.
Hier sieht man das Teil mal ein bisschen genauer. Also ich denke mal, dass das vielleicht so eine Art Tisch oder Altar ist. Aber es kann natürlich sein, dass sich das dann noch als was anderes herausstellt. Die Funktion sieht man hier auch noch mal ein bisschen genauer. Die ist halt recht simpel. Man dreht einfach hier an der Seite und das weiße Teil drückt dann hier gegen den Tisch. Ich kann den hier auch noch mal kurz dran befestigen und dann wird der eben weggesprengt. Dann schauen wir uns hier in diesem Stockwerk auch mal die Fassade ein bisschen genauer an. Hier gibt es nämlich einmal dieses grüne Banner, auf dem steht dann Empire drauf, also Imperium. Das ist dann auch wieder ein Aufkleber und ist auf jeden Fall auch schön verziert mit den ganzen goldenen Details. Was mir an dem Modell auch recht gut gefällt, ist wieder die Farbkombination. Also hier hat man auch wieder ein bisschen Rot, dann eben dieses Gold und das Blau von den Dächern. Das sieht man hier dann auch nochmal ein Stockwerk weiter oben. Also das sieht wirklich gut aus. Auch hier nochmal mit den goldenen Details und den roten Säulen. Hier links hat man dann auch nochmal so einen kleinen Baum oder vielleicht ist es ein Ast einfach nur von dem großen Baum hier drüben mit einer weiteren Laterne. Und hier durch das runde Fenster sieht man auch schon mal die Drachenpower Energiekugel. Die können wir uns auch mal kurz von innen anschauen. Die wird hier auch schön präsentiert. Hier unten hat man nochmal einen Aufkleber und rechts und links hat man noch so goldene Drachenköpfe. Und die Kugel, die kann ich auch mal kurz rausnehmen. Die sieht dann einmal so aus. Hier links ist dann einmal der Durchgang, der dann eben zur Brücke führt. Auch die ist eigentlich schön gestaltet worden mit ein paar goldenen Details. Die führt dann hier drüben einmal zu diesem Balkon. Und an dem Balkon ist hier auch noch eine Fahne oder ein Banner angebracht worden. Den sieht man hier einmal. Auch das ist dann wieder ein Aufkleber. Durch die Fahne oder durch das Banner kann eine weitere Funktion ausgelöst werden. Das drückt man einfach nach unten und dann fällt hier einmal der Balkon ab. Auch die Funktion sieht man hier mal ein bisschen genauer. Also wenn man eben die Fahne hier runter drückt, dann drückt dieses schwarze Teil an den Balkon und der fliegt dann eben runter. Hier oben haben wir dann die Spitze des Turms oder des Tempels in der Mitte. Hier sieht man halt auch nochmal die roten Säulen, goldene Spitzen hier an den Seiten und die goldene Antenne, nenne ich es mal, ganz oben. Und hier hat man zudem noch eine Glocke, die können wir uns dann mal von innen anschauen. Die sieht man hier einmal ein bisschen genauer und die kann man sogar auch schwingen lassen. Hier unten hat man dann auch noch so ein paar goldene Verzierungen und von vorne haben wir es vielleicht schon gesehen, hier wurde dann auch noch ein Aufkleber angebracht, den sieht man dann hier einmal. Also das Set hat schon viele Funktionen verbaut, es gibt nette Details zu entdecken. Schreibt mir sehr gerne mal eure Meinung zu dem Set in die Kommentare. Hier links habe ich euch jetzt mal die Playlist zu der neuen Setwelle verlinkt, könnt ihr gerne mal reinschauen. Und das war es dann mal soweit von mir. Macht's alle gut und ciao.